Du wolltest mich sprechen? Mendoza, setz dich. Ihr bekommt einen neuen Auftrag. Keine Bange, er schickt dich nicht zur Verkehrspolizei. Naja, noch nicht. Okay, Leo, unser Freund Leo. Er hat uns verraten, was er weiß, und ist wieder gegangen. Ich dachte, er wollte beschützt werden. Sag nicht, was Leo erzählt hat. Drogenpakete. Ihr verarscht mich. Flugzeuge starten, Drogen landen. Mitten in die Everglades und... Zeig's ihm. Eine Angelkarte. Wer steckt dahinter? Ein Bastard namens Remy Nels. Vor 2 Jahren war Nels niemand. Ein Nobody. Jetzt untersteht ihm die gesamte Organisation, zu der auch Tyson Letchford gehört. Hat wohl große Pläne, der Mann. In der Tat. Ihr zwei geht in dieses Schlammloch, genannt Nationalpark, und findet heraus, wie seine Pläne genau aussehen. Sir, warum sollte Leo seinen Boss verraten und dann einfach wieder gehen? Leo sagte, er fühlt sich bei der Polizei nicht mehr so sicher. Das war's. Ach, Mendoza, warte kurz. Klar. Deine Partnerin ist jetzt köpfig. Sie ist von ihrer Sache überzeugt. Gute Antwort. Setz dich, Junge. Es wird wegen der Elmore-Sache Beschwerden geben. Polizeigewalt, etc. Keine Sorge, ich regel das. Das ist sehr nett. Danke sehr. Wie geht's deiner Mom, Detektiv? Entschuldigung? Deine Mom hat sich ja viel durchgemacht bei der Flucht aus Kuba. In deinem Alter wird keiner mal eben Detektiv ohne gründlichen Hintergrundcheck. Und bei dir gab's eine Menge Hintergrund. Ach, ist schon okay. Ich weiß, wie es ist, einen Arschloch als Vater zu haben. Das hat mich auch ziemlich lange verfolgt. Und du? Machst das gut, mein Sohn. Weiter so. Meine Güte. Leos Karte ist furchtbar. Da stimmt ja gar nichts, aber hier sind wir richtig. Leo hat Doss die Karte gegeben. Hat sie einfach rausgerückt. Eine unfassbar beschissene Karte. Aber was hat er denn davon? Das begreife ich einfach nicht. Naja, irgendwas hängt ihm offenbar im Nacken oder irgendjemand. Wer immer die Pakete abwirft, Leo will, dass wir Bescheid wissen. Damit wir seine Konkurrenz ausschalten, oder? In Miami ist er erledigt. Und das weiß Leo. Wahrscheinlich kocht er gerade Drogen irgendwo in Iowa. Was ist überhaupt in dich gefahren, ihn so zu verprügeln? Leo konnte sich einfach nicht benehmen. Naja, das könnte die Dienstaufsicht auch von uns behaupten. Da sind sie. Los zur Abwurfstelle. Die Dealer behalten ihre Pakete per Funk. Die Zahl auf Leos Karte ist sicher in Frequenz. Wie einer an. Wir haben ein Signal. Fahr nah an ein Paket ran, da markiert es mit einem Zielfall. Bald legen wir das Ding ab. Als die Drogen noch über Miami transportiert wurden, hat es in den Sümpfen nur so vor Schmugglern gewimmelt. Vielleicht wiederholt sich das alles jetzt. Hoffentlich nicht. Damals haben sich die Kartellleute sogar auf Kindergeburtstagen die Köpfe eingeschlagen. Ja, ich erinnere mich. Ich war damals noch jung, da ging irres Zeug an. Blut auf dem Gehweg. Pitbulls mit aufgeschlitzter Gegend. Wie zum Teufel hat deine Mom dich da rausgehalten? Das klingt vielleicht kitschig. Sie hat geschuftet und mich geliebt. Oh ja, und wie das kitschig klingt. Mamas Liebling. Okay, dann verfolgen wir das Ding mal. Ich hab wieder ein Signal. Dann mal los. Da stecken mindestens 10 Kilo in dem Paket. Amerikaner stehen halt auf Drogen. Ich will damit sagen, dass das hier eine große Nummer ist. Sonst hätte uns Dawes nicht hier rausgeschickt. Angenommen, die Kartelle nutzen Miami wieder als Umschlagplatz. Aus welchem Grund? Meine Meinung?
Mexiko ist zu heiß geworden. Hier wandern Schmuggler vielleicht in den Knast, sie werden aber nicht von Drogenbossen kalt gemacht. Amerikaner stehen halt auf Drogen. Du weißt, dass es eine große Sache ist, dass Dawes uns hierauf angesetzt hat, oder? Das weiß ich. Das Problem ist, dass wir damit zu keinem Staatsanwalt gehen können. Wen interessiert's? Ist doch viel spannender so. Der Typ war früher absolut gnadenlos. Ja, das habe ich gehört. Das ist nur eine riskante Art zu arbeiten. Mein Tipp. Du willst beim Captain punkten? Dann zieh die Samthandschuhe aus. Was ist das hier? Der dreckige Teil der Polizeiarbeit? Du hast es kapiert. Okay, ich spring raus und markiere es. Hier gibt's viele Alligatoren. Keine Panik. Die haben mehr Angst vor uns, als wir vor ihnen. Sag einfach Danke. Okay. Danke. Vielleicht sollten wir auf dem Weg bleiben. Die haben mehr Angst vor uns, oder? Wir müssen aus dem Wasser raus. Wir müssen hoch auf die Plattform. Nimm den Kletterhaken. Ist eine SWAT-Leihgabe. Schon mal einen Kletterhaken benutzt? Nein. Ziel mit dem Haken auf die Plattform. Haben die Dealer die gebaut? Das sind alte Aussichtsplattformen. Mit Huris. Alles okay, Kai? Und deine Schulter? Tut weh wie Sau, Mann. Hier, ich habe eine Seilrutsche. Du bist vorbereitet. Ziel auf die Bretter, ist ein guter Anker. Volltreffer. Okay. Komm mir nach. Ist was auf dem Scanner? Kai, da kommt Besuch. Sicher das Team zum Einsam. Vorsicht. Die Hälfte. Ich weiß nicht. Die andere Hälfte sieht kacke aus. Also wird's Nels nicht stören, wenn wir sie nehmen. Mann, so läuft die Sache nicht. Wieso nicht? Na weil. Weil Nels der Boss ist. Weil er ein guter Boss ist. Ja, ja.
Ich komm schon zurecht. Mach, wie du meinst. Hände hoch! Hör's, du Arschloch! Okay, ganz ruhig! Ja, ja, kann. Was soll das denn? Ja. Yeah. Das Paket ist wohl nicht weich gelandet. Ich habe eine Frequenz für dich. 120,13. Siehst du was? Wow. Sieh dir nur die ganzen Lichter an. Überall auf dem See. Wir sollten uns ihr Boot nehmen und nachsehen. Willst du das melden? Wir haben hier ja eigentlich nichts verloren. Wir müssen zuerst Nels finden. Er ist ambitionierter, als ich dachte. Typisches Arschloch. Weißt du, was mich am Drogenkrieg am meisten beunruhigt? Dass der Sieger Geld und Waffen ohne Ende haben wird. Ja, wenn sie sich gegenseitig erledigt haben, sind wir dran. Willkommen zurück in den 80ern. Deswegen will Dawes das jetzt beenden, bevor es dazu kommt. Wir machen es inoffiziell. Höchst inoffiziell. Ist für mich okay. Wir retten Leben. Ich sehe es ja ähnlich. Warum klingst du dann so skeptisch? Worauf läuft's denn hinaus? Um die wichtigen Leute auszuschalten. Die hohen Tiere. Ein für alle Mal. Brauchst du mehr als eine Knarre. Da wäre ich mir nicht so sicher. Detective, wir spielen hier ein gefährliches Spiel. Sehr gut. Die spiele ich am liebsten. Mm-hmm.
dem Wasserturm aus müssten wir was sehen. Scan erstmal, bevor wir rangehen. Wir können leise sein oder laut. Mach einfach. Was hätte Remy denn eigentlich? Da sind eine Menge Typen. Hast du einen Plan? Wir gehen rein. Aber leise. Da sind welche. Scanne mal nach Alarmanlagen. Hast du einen Schraubenschlüssel? Na, raus? Ja, nicht so gut bis jetzt. Bis Samstag brauchen wir mindestens noch ein Boot. Kriegt der Käufer eine Figur oder wie? Hab gehört, Remy will die Produktion erhöhen. Aber dafür braucht er noch ein Boot. Bewegung! Hey! Ja, ja, kein Problem. Keine Bewegung. Du bist verhaftet! Hey, was? So ein altes Ding. Mit dem müssen wir doch ein Netz kriegen. Er sollte sich an einem Stadion mit jemandem treffen. Das nächste Stadion ist in Miami.
Ich glaube nicht, dass das gemeint ist. Tja, dann weiter. Was zum Teufel? Was war das? Habt ihr da schon nachgesehen? Wir sollten uns mal umsehen. Der ist hier sicher noch irgendwo. Halt ihn ab, los! Zurück! Wir müssen noch woanders nachsehen. Okay, zurück zum Boot. Wenn die Sümpfe wieder nutzen, wäre das nachvollziehbar. Riesig, menschenleer. Im Moment geht es darum, dass wir Nels finden. Arbeitet Nels mit den Kartellen zusammen? Die Kartelle haben ihre eigenen Vertriebswege. Das hier ist jemand anders. Also, was weißt du über Nels? Reiches Elternhaus, Ex-Filmstudent, wollte seinen ersten Film mit Drogengeld finanzieren. Und dann hat er vergessen, den Film überhaupt zu drehen. Er hat ihn gedreht. Lagern die in diesen Fässern. Hey, Kai. Ich muss dich mal was fragen. Was denn? Was mit dir und Tyson?
Oh, das. Tja, hin und wieder hat man als Frau halt ein Date. Du bist mit Tyson ausgegangen? Ich habe ihn auf einer Party getroffen. Dann hatten wir ein Date. Okay, zwei. Zwei richtige Dates. Warte, warte, du hast einen Kokain-Dealer gedatet. Kokain-Broker. Wann wusste er, dass du ein Cop bist? Als ich rausfand, dass er ein Kokain-Broker. Ob du es glaubst oder nicht, er hat ein gutes Herz. Was zur Hölle ist das? Keine Ahnung. Sehen wir uns das bei der Windmühle mal von oben an. Irgendwas zwingen. Okay, es gibt wohl mehr. Ich habe lediglich gesagt, ich gehe sonntags in die Kirche. Und Ed kommt mit. Oder, Ed? Definitiv. Okay, Leute, ein Käufer kommt uns besuchen. Und? Also sollten wir wie Profis aussehen. Ich will Patrouillen. Das Treffen ist zu Ende. Und jetzt ziehen Sie los. Los, näher ran. Ganz euch! Okay! Halt! Du bist verhaftet! Oh, oh, okay! Wie viel kommt denn diese Woche noch? Laut Remy 2 bis 3 Flieger pro Tag. Mann, Remy ist irre. Der dreht mächtig auf. Dabei geht es hier um Präzisionsarbeit. Meine Tulze verwursten ist keine Präzisionsarbeit, Mann. Sagt der Typ mit dem Hammer. Wir haben
Leute, sprich mit ihm. Tommy antwortet nicht. Los! Hey, ja, ja, alles okay. Bin da. Scheiße, wer ist da? Antonio. Wo ist Tommy? Ja, der ist gerade kacken. Schön. Sag ihm, Nels will sich sofort mit ihm treffen. Okay, wo muss er hin? Tommy weiß schon, wo er hin muss, Antonio. Sag ihm, wir kommen. Nettes Telefonat. Hey, auf dem Handy war doch ein Treffen mit Nels. Er sagte, sie wollten nach... Das Miami Aquatic Stadion steht eine Weile leer. Da wollen sie sich treffen. Na, jedenfalls nicht hier. Mach ihn alle! Hey! Ich sehe hier drüben nach! Das Stadion ist südlich von hier. Festhalten! Nächstes Mal bei Hardline. Du vertraust Dawes, oder? Deine Partnerin steckt in der Klemme. Wir müssen ihr helfen. Nimm die Scheißwaffe runter.